Metro Redux Folge 14, Metro 2033. Mein Gott. Und wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel vom Safe. Und dann schauen wir mal, ob wir den finden. Haben wir Maske haben wir auf, ne? Ja, genau. Schutzmaske oder Gasmaske haben wir auf. So. Dann schauen wir mal, ob der hier, der Kollege, den Schlüssel vielleicht bei hat. Sieht man. Vielleicht hier drin. Huch. Hallo, mein Freund. How are you? Huch. Da lag doch gerade was. Hallo? Okay. Wer sucht, der findet. Das ist schon mal super. Hier ist der Metroplan nochmal. Hier können wir das Licht ausmachen. Ich frage mich gerade, wo die tolle Musik herkommt im Hintergrund. Und ihr seht, ich spiele schon wieder im Hellen. Ich komme manchmal gar nicht dazu, abends zu spielen, weil ich nur auch streame ab und zu wieder viel. So, dann gehen wir doch mal oben gucken. Und schauen mal, was in dem Safe drin ist. Jede Menge Sachen, jede Menge Zeus, das ist super. So, was war denn... Was war denn nochmal unsere Aufgabe? Ich habe es total vergessen. Also, schwarze Station, begeben sich zur schwarzen Station. Und suchen Sie Ullmann. Sender, begeben sich an die Oberfläche und finden Sie den Sender. Senden Sie eine Funknachricht an Pullis. Okay. Ja, dann schauen wir mal. Wo müssen wir denn laut Navi hin? Okay, links lang. Oh mein Gott, ich höre schon wieder etwas. Oh mein Gott. Laut Navi müssen wir hier lang. Aber hier waren wir doch schon, oder? Hier war doch nichts, oder? Oder habe ich mich... Ja, stirb. Okay. Nur eben jetzt hier neue Mun. Wir werden schon wieder... Aber hier komme ich doch gar nicht lang. Da kommt man nicht lang. Gehen wir mal hier lang. Aua! Stirb, du Würstchen. So. Aua! Sag mal. Irgendwie müssen wir doch nach oben kommen, glaube ich. Habe ich das so ein bisschen das Gefühl? Oje, ich und mein Orientierungssinn. Oh, waren wir hier schon gewesen? Ich glaube nicht, ne? Na komm, komm. Komm, ich warte nur drauf. Hier war doch gerade irgendwas zum Einsammeln, oder irre ich mich da? Aua! Mann, du! War hier nicht gerade irgendwas zum... Ah, da. Okay, haben wir schon. Hier ist sowas wie ein Terminal, da können wir aber anscheinend nichts machen. Das... Ich verbrauche hier Feuer im Loch. Habe ich gerade eine Trophäe bekommen. Das ist natürlich auch eine schicke Trophäe. Halt L1 gedrückt, um den Filter zu wechseln. Ja. Ach so, nein, hoch. Den Filter wechseln. So. Wir müssen doch irgendwie hier einen Weg finden, wo wir irgendwie darüber... Da kommen wir irgendwie nach oben, ne? Aber da waren wir doch, glaub... Waren wir da nicht schon gewesen? In der letzten Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Huch! Nein! Oh. Ja. Achso, vielleicht sollte ich mal... So. Ja, letzten Speicherpunkt laden, das klappte ja nicht so gut. Meine Winnie-Pooh-Tasse. Ach nee, das ist im Spiel. Ich dachte schon, da draußen mäht einer gerade seinen Rasen. So, jetzt nochmal auf ein neues. Den Safe haben wir doch jetzt geöffnet, ne, oder? Oh, jetzt muss ich doch tatsächlich den Safe nochmal öffnen. Okay.
So, wo war jetzt der Schlüssel gewesen? Hier war das, glaube ich, ne? Ja. Okay. Fallen wir also nicht mehr in die Löcher jetzt. Das verspreche ich euch mal. Okay, das haben wir schon. Hat er die Hände in der Tasche? Nee. So. Ich werde mal auf die Flinte wechseln. Aber wir müssen auf die Löcher aufpassen, dass wir nicht in die Löcher fallen. Wo war das denn jetzt? Mein Gott, ey. Meine Orientierung, ne? Wie eine Weißbrotscheibe. So. Entschuldigung. Vielleicht müssen wir auch irgendwo nach oben und dann wieder nach unten zu kommen. Na komm. Komm. Ich warte nur drauf. Schauen wir mal nach dem Navi. Das Navi zeigt, wie gesagt, hier lang. So, und jetzt zeigt es nach links. Wah, 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 wah. Stirb! 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 Da müssen wir da drüber springen. Kann das sein vielleicht? Ich probiere es mal. Ja, wunderbar. Wow, wow. Huh, 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 huh. Nee, Quatsch. So, nachladen. Und die nehmen wir. So. Das heißt für uns, wir sind... bevor ich jetzt in die andere Richtung gehe, untersuche ich doch erstmal hier alles. Aua. Ja, super. Eine Falle. Und ich laufe auch noch in die Falle rein. Meine Güte. Sollte ein bisschen forscher, ein bisschen vorsichtiger hier auch angehen. Das Ganze. Mein Gott! Jetzt werden sie ein bisschen penetrant, finde ich. Ein klein wenig. Ein wenig penetrant. Da kommen wir auch nach oben. Wir müssen auf die Fallen achten, dass wir nicht hier in die Fallen rennen. Sehen aus wie Toiletten. Naja. Ah, hier kommt die tolle Musik her. Oh, okay, ist ein Großer am Liegen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich Kundschaft kriegen bei den Großen. Das wäre nicht gut. So, gehen wir mal nach oben. Aber es kommt mir alles so bekannt vor, als wären wir hier schon mal gewesen. Ich gehe mal so in die geduckte Haltung. Aber hier... Waren wir hier nicht schon? Ich meine, wir waren hier schon gewesen. Ach nee, hier liegt ein Meteor. Was? 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 Okay, hier liegt ein Metrobuch. Ich werde mal eben... meine, Entschuldigung. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Ich werde mal... Huch, ich bin, glaube ich, gar nicht mittig im Bild. Ich werde mal eben... Ich werde mal eben meine, Batterie aufladen. So. So leer war sie zwar gar nicht gewesen, aber naja. Was? Okay. So, ein neuer Eintrag. Eintrag 2. Ich warte buchstäblich... ich warte buchstäblich durch einen Sumpf aus Menschen. Ich warte buchstäblich durch einen Sumpf aus Menschenblut. Wir töten andere Leute so schnell, wir töten sie für einen Lebensraum, für einen Biss Fleisch, für eine abstrakte Idee. Unsere ganze Zivilisation wurde auf den Gebeinen von Menschen aufgebaut. Und selbst jetzt, wo wir sie bis auf die Grundmauern abgerissen haben, uns an den Rand des Auslöschung durch die Grauen gebracht haben, die von dieser neuen Welt geschaffen wurden, töten wir uns immer noch gegenseitig. Jene, die gestorben sind, hatten vermutlich auch Familien, Freunde. Verdammt, ihre Eltern leben vielleicht noch. Sie sind gestorben, weil sie ihre Situation vor Mutanten beschützen wollten. Nicht vor
anderen Menschen. Nicht vor anderen Menschen, aber durch die Eisenvisiere sehen Tiere und Menschen völlig gleich aus. Und hier stehe ich jetzt, versuche andere Menschen von den Bestien und sich selbst zu retten. Naja, ich möchte mich doch dann auch lieber ein wenig retten. Vor Bestien und Menschen. Da werde ich jetzt nicht reinspringen. Ich werde jetzt mal hier lang gehen. Okay. Dann werde ich nicht da lang gehen. Dann werde ich doch wieder runtergehen. Und in die Richtung watscheln, wo wir eigentlich hin müssen. Und ich hoffe nicht, dass wir jetzt Kundschaft kriegen. Obwohl sich das gerade so angehört hatte. Dass... Oh mein Gott, sieht das hier... Oh, ein Teddy! Hallo, Teddy! Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht aus, als wäre hier... Ja, ein... Oh, und es ist... Was ist das? Ich will da gar nicht lang gehen. Ich will da nicht lang gehen. Ich will da gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Ich will da gar nicht lang. Hallo? Hallo? Okay, ich gehe erstmal hier gucken. Ach du Kacke. Was? Hey, Peace, Alter! Peace! So wie er da sitzt. Oh, das ist doch bestimmt eine Falle oder sowas. Oder auch nicht. Mann, scheiß Fliegen, geht weg. Bzz, bzz. Oh, wisst ihr, was das Schlimmste ist? Ich habe jetzt momentan so eine scheiß beschissene Drecksmöcke in meinem Schlafzimmer. Und Mücken haben ja immer diese Angewohnheit, nein, die fliegen nicht dahin, wo nackte Haut ist, wo sie stechen können und Blut saugen können. Nein, nein, sie fliegen dir direkt am Ohr. Dann bist du schön wach, mitten in der Nacht, so um 2 Uhr. Dann bist du wach, machst so, ja, dann pennst du wieder ein für eine halbe Stunde, dann wieder... Machst wieder so, bist wieder wach. Oh, da könnte ich so viel erschlagen. Du kennst das wahrscheinlich auch. Ja. Oder ihr. Das erinnert mich jetzt gerade voll an Daylight oder Outlast. Sowas. Ich locker mich nur ein wenig auf, ja? Also nicht, dass ihr euch wundert, dass... Will ich da rein? Nein, ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Jetzt das Babylachen hat aufgehört. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Ein kluger Junge. Muss ich ja mal sagen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Was? Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ach, der sitzt. Ich habe meinen Onkel besucht. Ja, super. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nasales ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Wie rufe ich denn das Journal jetzt auf? Ich hatte jetzt nämlich gerade einen neuen Eintrag. Da, Eintrag 3. Okay, jetzt haben wir bisher 3 gesammelt. 4 gibt es, glaube ich, insgesamt. Im Depot haben wir einen vergessen. Das ist, glaube ich, so. Hier bei Depot steht nicht eingesammelt. Da war ein. Ich glaube, das war wirklich so gewesen. Also haben wir schon ein paar vergessen.
Ja, zum Beispiel hier. Bei Geister haben wir zum Beispiel insgesamt 2 vergessen. Naja, gut. So, wir sind aber auf dem... Wir sind aber auf einem guten Wege, das jetzt hier so zu lesen. Eintrag 3. Die Kinder der Metro. Manchmal habe ich das Gefühl, dass jene, die im Untergrund geboren wurden, nie die Sonne gesehen haben. Eine völlig neue Art sind. Dieser Junge ist gerade durch die Hölle gegangen, hat nur aus purem Glück überlebt und er verhält sich, als sei nichts gewesen. Er spricht ruhig und rational. Ich erinnere mich an den Tag in der Station, in der meine Mutter Entschuldigung, in der meine Mutter und ich zuerst lebten, als wir in der Metro gegangen waren. Wir wurden von Ratten angegriffen. Mutter starb. Und die Rette, ach Quatsch, und die Rette, genau, die Rette. Wer kennt nicht die Rette? Und die Ratten, sie und ich wurden von Shukoi gerettet. Er erzählte, ich habe danach mehrere Monate lang nicht gesprochen. Kein Wort. Und dieser kleine Junge, vielleicht härtet die Metro uns ab. Vielleicht werden die Generationen, die ohne Sonne aufwachsen, aber auch ohne Furcht, die Erde zurückerobern, wenn ich ihnen eine Chance gebe. Ja, niemals die Sonne zu sehen, das ist natürlich auch ein Ding, ne, wenn man dann solchen Kindern was von der Oberfläche erzählt, weil man es ja selber noch kannte oder kennt. So, ich muss mal ein bisschen rüberrutschen, ich sitze gar nicht mittig. Weil man selber kennt die Sonne und alles und dann erzählt man denen das und dann sagen, was Sonne? Was ist das denn? Mond? Kenne ich nicht, habe ich noch nie gesehen. Ja. Und das ist schon ein hartes Pflaster, finde ich. So. Also haben wir jetzt einen kleinen stillen Begleiter auf dem Rücken. Oh mein Gott. Wenigstens sind wir nicht immer ganz alleine. Also so oft. Ja. Oh nein. 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 Ich höre was atmen. Hier liegen Schweine. Da. Da liegt was. Na super. Aber Flintenmunition ist immer gut. Da ist ein Loch, da springe ich bestimmt nicht rein. Auf gar keinen Fall. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Löcher gemacht. Also, mit Löcher jetzt hier im Spiel. Ne? Also, nicht das, was ihr denkt. Ja, ich würde sagen, wie wir mit dem kleinen Begleiter weitergehen, seht ihr in einer weiteren Folge. Und dann geht es natürlich spannend weiter bei Metro. Also, macht's gut. Ciao.